Ja, super. Ich muss zugeben, ich brauche das. Ich brauche diesen Applaus gerade, weil ich hatte heute einen schweren Tag. Ich hatte wirklich... Nein, das braucht ihr nicht. Das höre ich jeden Tag. Ist mein Klingelton. Ich habe wirklich einen schweren Tag. Ich war in der Bahn, im Zug. Und da waren zwei Jungs, die haben ganz laut Musik gehört. Deutschrap. Mit sehr coolen Textzeilen, wie zum Beispiel: Es ist Schicksal. Wir Ausländer landen immer im Gerichtssaal. Solche Sachen haben die gehört. Alle waren angenervt. Ich wollte auf den Tisch hauen. Ich wollte der Bürger des Monats werden. Ich so, hört mal zu, Leute, Musik aus oder viel, viel leiser. Was machen die beiden? Fangen an, mich in ihrer Jugendsprache fertig zu machen? Hey, Dickfisch. Ich so, was, Dickfisch? Der andere sagt, er meint Fick dich. Ja, das ist wirklich... Aber ganz ehrlich, Dickfisch passt auch. Ich werde wirklich seit 2 Jahren immer von Deutschen angesprochen, hat aber andere Gründe. Seit 2 Jahren ist die arabische Welt immer in den Nachrichten und die Deutschen sind überfordert. Was ist was, wer will was von wem? Da bin ich als Marokkaner der Ansprechpartner. Ne? Gestern im Zug zum Beispiel kam ein älteres Pärchen auf mich zu, ungefähr 65, sagt die Frau zu mir, also was im Moment in Ägypten passiert, finden wir gar nicht gut. Was ist denn los in Ihrem Land? Ich so, ja, ich finde das auch nicht gut, aber ich bin kein Ägypter. Aber was in Syrien passiert, finden wir auch nicht gut. Ich so, ja, das finde ich auch nicht gut, aber ich bin auch nicht aus Syrien. Sagt der Mann genervt, mach's nicht so spannend, woher bist du denn? Ich so, ich bin aus Deutschland. Das finden wir auch nicht gut. Ja. Ja, das ist ja wirklich. Die sind dann ausgestiegen, die wollten dann irgendwie schnell raus und das war... Einen Moment, ich konnte mich ein bisschen ausruhen, ich ruhe mich sehr gerne in Zügen aus, in deutschen Zügen. Es ist aber fast unmöglich. In der deutschen Bahn ausruhen, unmöglich. Die nervigen Zugdurchsagen kommen dann, wenn sie kein Mensch braucht. Verehrte Fahrgäste, achten Sie bitte auf Ihr Gepäck, es befinden sich Taschendiebe im Zug. Sofort stand ich im Mittelpunkt. Eine Frau tippt ihren Freund an, unauffällig. Der guckt sie an nach dem Motto, ach Schatz, guck doch, wie der aussieht. Der klaut doch niemals Taschen. Der lässt Koffer im Zug liegen. Ja, natürlich. Ja. Koffer im Zug liegen. Das konnte ich so nicht stehen lassen. Ich habe mein Handy rausgeholt und gerade noch so laut reingerufen, dass nur die beiden mich hören können. Allahu Akbar. Sofort 2 Plätze frei. Das ist ja. Terrorismus hat Deutschland verändert. Das merkt man vor allem in Bahnhöfen. Früher hat man die Polizei gerufen, wenn der Koffer weg war. Heute ruft man sie, wenn der Koffer rumliegt. Und es gibt eine Durchsage an Bahnhöfen, die verstehe ich einfach nicht. Bitte lassen Sie Ihr Gepäck nicht unbeaufsichtigt. Die gibt es in 3 Sprachen, Deutsch, Englisch, Französisch, aber nicht auf Arabisch. Die eigentliche Zielgruppe. Ne, stellt euch vor. Stellt euch vor, es gäbe diese Durchsage wirklich auf Arabisch. Der Terrorist kommt, legt den Koffer ab, dann kommt die Durchsage, will er der Gepäck, hell, unbeaufsichtigt. Was macht der Tourist? Nimmt den Koffer? Ach, schade. Direkt mehr Sicherheit an Bahnhöfen. Aber ich will mich nicht beschweren, wenn man so aussieht wie ich, kann man auch ein bisschen Spaß haben. Ich bin mal ganz panisch zum Stuttgarter Hauptbahnhof gerannt. Ich wollte den Zug kriegen. Und Rennen ist bei mir sehr sinnlos. Wenn ich renne, bin ich langsamer, als wenn ich gehe. Ich verstehe es auch nicht. Man merkt, da bewegt sich was, aber ich komme nicht voran. Dann kam ich irgendwann an, leicht angeschwitzt mit Rollkoffer und der Optik. Schwierige Kombination. Eine ältere Dame schaut mich an und fängt direkt an, mich zu mustern. Nach dem Motto, der wird doch jetzt wohl nicht. Ich habe mich dann langsam in ihre Richtung bewegt, mit dem Rollkoffer. Sie wurde immer unruhiger, ich war so eine Art Nahtoderfahrung. Hab die dann angeguckt. Und bevor es eskaliert, natürlich aufgelöst. Mist, ich habe ganz vergessen, ein Ticket zu kaufen, ich muss wieder runter. Würden Sie bitte so lange auf den Rollkoffer aufpassen?